IFTB ist die Abkürzung für Institut für Technische Betriebswirtschaft. Und der Name sagt es eigentlich schon, es ist ein Institut an der Schnittstelle von Technik und Wirtschaft. Das Besondere an dem Institut ist eigentlich eben diese Fähigkeit, als Vermittler zwischen diesen zwei Welten zu stehen und eben diese Mittlerrolle auch wahrzumachen, einzunehmen. Und zwar die Sprache der Ingenieure zum einen zu sprechen, zu verstehen und das zu koppeln mit eben den Erkenntnissen aus der Betriebswirtschaftslehre. Also wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Studiengängen, die zum Wirtschaftsingenieur, zur Wirtschaftsingenieurin qualifizieren. Das auf Bachelor- und auf Masterniveau und einmal in einer berufsbegleitenden Variante, aber selbstverständlich auch in Präsenzvarianten. Der Einsatzgebiete von Wirtschaftsingenieurinnen ist unglaublich breit. Das liegt in der Natur der Sache, in dieser Schnittstellenfunktion. Und es beginnt also zum Beispiel im technischen Vertrieb, geht über technisches Controlling bis hin ins Marketing, in die Unternehmensberatung gehen viele unserer Absolventinnen und Absolventen. Manche landen auch in der Forschung und Entwicklung oder gehen später sogar in die Wissenschaft. Weil es eben eine der größten Fachhochschulen in Deutschland ist und gerade im Ingenieurbereich sehr breite Palette an Ausbildungsvarianten hat, ist auch die technische Ausstattung der Fachhochschule Münster, insbesondere hier am Steinfurter Campus, herausragend. Das kann man nicht anders sagen. Also wir sind, was technisches Equipment angeht, wirklich führend und müssen uns auch da mit Sicherheit nicht hinter Universitäten und so weiter verstecken. Das Ziel des Institutes ist eben sehr stark berufsorientiert, die Studierenden auszubilden, sodass sie dann später, wenn sie nach Abschluss ihres Studiums in die Praxis gehen, nicht so eine Art Praxisschock erleben. Das ist bei vielen Universitätsabsolventen das Problem, aber das ist eben hier dadurch gewährleistet, dass die Praxisrelevanz gegeben ist, dass wir eben sehr viele integrale Bestandteile von Praxis in unserem Studium haben. Sehr anwendungsorientiert, sehr praxisbezogen ausbilden.